So stabil, dass ich die Rolltreppe nehmen muss, Alter. Letztes Jahr habe ich auch gemacht. Rolltreppe ist okay. Letztes Jahr haben wir auch gemacht. Ey. Mach schnell, ist gleich zu Ende, die Rolltreppe. Danke dir. Gerne. Schlau wäre es gewesen, wenn er angelassen hätte, ne? Ihr seht aus, als ob ihr aus der Johannes-Lukas-Crew seid, Alter. Auf keinen Fall. Ach, die Pferde. Die sind ganz witzig. Hat Steve sowas nicht auch? Die coole Shaker. Hat endlich mal einer nachgedacht. Pass auf, wir haben hier. Wir haben die Polizei, wir haben die Bundeswehr, wir haben die Bundespolizei. Alter, was ist denn das hier? Eine Waffenmesse oder eine beschissene Waffenmesse, Alter? Kann ich ein Bild mit dir machen? Na, mach doch. Das ist so richtig cooler Scheiß. Das sind so Sachen, die würde ich gerne können, ohne Scheiß. Da habe ich immer Schiss, dass ich einen ganz miesen Abgang mache dabei. Hier das Gewicht bewegen noch. Haben wir schon so richtig so extrem große Möpse hier gesehen? Nee, ne? Nicht mal TWOBHs abfinden oder so. Hallo Heiko, ich lieb dich. Ich mich auch, Alter. Junge Frau, wir müssen uns mal ein ernstes Wörtchen unterhalten. Warum? Wo geht's denn zur ESN-Halle? Achso, ja, hier ist ja geschlossen, aber Überhalle 2.2. Also außen, hier raus. Nee, ich komme ja von da, ich das mache ich. Wieso ist denn hier geschlossen? Er sagt, man kommt von außen nicht in die Halle 2. Nee, das stimmt nicht. Ich komme von da, aber ich habe nichts gefunden. Ja. Könnt ihr für King Kalle mal hochmachen? Hochmachen können wir sowieso gar nicht. Das ist rum, das Thema. Wir haben nicht mal echt, unsere, ja? Kisten. Ja, wenn wir einen ESN-Ansprechpartner haben, dann können sie über. Habe ich gar mehrere sogar. Ja, dann einfach mal kurz durchklingeln, dann kommt sie alle abholen. Ja? So, ich will eben anrufen jetzt. William, Johnny, egal, irgendjemand von den Banausen. Sagst du, King Kalle steht hier und findet den Eingang nicht. Selbst die Chefs kennen meinen Namen mittlerweile. So asozial, wie ich bin. Du bist wichtig und ich muss zu William und Co. Ich muss was drehen schnell. Kann ich hier rein marschieren? Bist du so nett? Ich nehme es mit. Du bist der Beste. Der beste Mann. Bester Mann. Stehen ja schon ein paar drauf, Mann. Es geht aber freundlicher, Herr William. Das geht aber auch freundlicher hier. Wie geht's? Alles gut? Ja, bei dir? Wunderbar. Bist du noch gut dabei? Ich bin fit. Ja, staune, Alter. Fit, ich hab Power, ich hab Energie, ich hab Bock. Wie macht ihr das? Und ich hab dafür frische Seife bekommen. Sehr gut. Schmeiß weg. Was geht's? Na, mit Trainer. Wie geht's? Alles gut? Ich wollte einfach mal fragen, wie ihr die Tage bis jetzt überstanden habt. Es war wirklich hart, ich bin am Arsch, aber es macht verdammt viel Spaß. Warst du im Bootshaus? Nein. Ich auch nicht. Das war mir zu viel. Wo ich die Mucke gehört habe, war ich alles richtig gemacht. Das ist auch nicht meine Welt, sondern nicht meine Musik. Ich gehe eh nicht mehr in Diskos. Ja. Was machen wir mit dem kleinen Formcheck? Machen wir später, ja. Ja? Ja, gerne. Komm ich zum Feierabend mal rum? Wir kommen rum. Anstatt Markus mache ich das. Machen wir. Und Markus findet keine Zeit. Da will ich euch gar nicht weiter auf den Sack gehen. Wie gesagt, William hat zu tun, alles wie ihr gut. Seht. Die Schlange ist lang hier bei William. So, hier haben wir weitere Prominenz, Herr Smolnik aus dem Kampfsport. War früher mal Polizist, jetzt ist er keiner mehr. Finde ich richtig gut. Und macht einen ordentlichen Drehkick, der ist geil, den kann er gut. So Leute, es zählt immer noch die FIBO Week. Das heißt 20% mit Code Heiko auf die Produkte von Neos Hubs. Übrigens checkt das neue Protein von uns aus. 20 Gramm Eiweiß drin, 0 Gramm Fett, 0 Gramm Zucker, 4 Isolat, in 2 verschiedenen Geschmäckern, Waldfrucht und Pfirsich. Wirklich geiles Getränk. Checkt das ab und ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Video. Warte mal, wir haben hier Birk Luther, der NAC Ost-Veranstalter, der Macher vom NAC Ost sowieso. Kennen uns schon 30 Jahre. Da warst du 16. Ja, ach, noch, also 30 Jahre. Ja. Also 20 Jahre. Also 40. Ja, wie gesagt, wir kennen uns ganz lange. Er hatte auch ein paar Studios in Berlin, das Orange Fit und was. War damals die Schmiede noch.
Genau. Und er macht immer geile diese Posing-Sessions. Wie nennst du das? Coaching Days. Coaching Days. Coaching Days, einfaches Wort, Kalle fällt hier nicht ein. Ja, vor jeder Saison geht es. Genau, wenn ihr da Interesse habt und wirklich keine Ahnung von Posing habt oder wissen wollt, wie es geht, wie es richtig geht, die Sachen wahrnehmen vor dem Wettkampf, damit er nicht da wie so ein Idioten auf der Bühne steht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, macht Sinn. Ich habe mir das mal angeguckt, das wird einfach erklärt und die Leute nehmen sich auch Geduld mit euch. Und jetzt haben wir genug Werbung für Birk gemacht. Und am 4.5. ist die Ostdeutsche Meisterschaft. Nicht vergessen, am 4.5. ist die Ostdeutsche Meisterschaft. Im Fontanhaus. Und mit viel Glück, seht ihr mich dort auch. Ja. Aber das liegt an Birk, das liegt nicht an mir. Das ist safe. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ich da aufkreuzen soll oder ob ich der Veranstaltung lieber fernnehmen soll. Ja, das ist cool. Oh, ist auch cool. Oh, danke dir. Gerne, gerne. Wo kommt ihr her? Aus München. Bei den Knödelfresser da unten. Ja, geil. Genau. Ja, cool. Seid ihr schon den ganzen Tag hier oder heute angereist? Ja, heute erst. Na ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß hier. Ne? Ja, ihr seid schlau, weil gestern war hier Ausnahmezustand. Ja. Gestern war Katastrophe. Komm, wir gehen mal runter und filmen den mal. Der sieht das nicht. Ich finde das immer total geil. Das sieht ziemlich bescheuert aus, aber soll cool sein. Das sieht immer aus wie so ein paar Probanden, die auf der Enterprise liegen und aufgeladen werden irgendwie oder so. Ne? Oder gefüttert werden mit ionisierter Luft oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist der günstigste Stand hier, den es gibt. Ja. Ja, und Klatsch, genau. Den kenne ich doch, der ist doch, woher kenne ich die Wesen als? Ich mache immer Werbung auf Instagram, das heißt. Ja, alles selber, was ist das hier, Alter? Wir haben am Stand gespart und alles in Gewinnspiele gesteckt. Einfach gesagt, ich park hier einfach. Genau, ich park hier einfach. Gestern haben wir eine Rolex, MacBooks und Playstation hier verlost. Und da war das ganze Ding voll, Alter. Das war ich mal wieder. Habt ihr noch eine übrig? Ich hatte ja gesehen, William war auch hier, glaube ich, ne? Ja, das kann sein, ja. Also wirklich, also für meinen ersten FIBO-Stand, Alter, das war... Ja, cool. Echt krass, Digga, krass. Glückwunsch, okay. Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Was hast du denn hier für coolen Scheiß? Also zeig doch mal. Mein Name ist Sergej und das ist Sergej So. Und ich kenne mich bei einer natürlicher und gesündere Hautpflege, weil in herkömmlichen Shampoos und Duschgels teilweise krebserregende Stoffe drin sind. Also, mein Name ist Sergej und das ist Sergej Soap und ich kämpfe für eine natürlichere, nachhaltigere und gesündere Hautpflege, weil in herkömmlichen Duschgels und Shampoos teils krebserregende Inhaltsstoffe drin sind. Das ist unser Dating-Duft der Casanova. Ich mach dran, was sagst du? Krass, strong. Aber jetzt nicht unangenehm. Wenn du auf Malle irgendwelche Girls aufreißen willst, ist es so dein in Ding? Malle, also, wer die Müllhaufen aufreißt, der ist ganz am Abend dran, Alter. Wer braucht nicht mal einen Dating-Duft, ne? Aber das hier, das war schon cool. Ja, das ist unser auch neuester Duft, so, ja, Mann. Na komm, ich geb dir was hier mit. Kannst du mal testen? Casanova, Alter. Das ist der Casanova. Du passt ja auch zu mir irgendwie. Ja, du bist ja auch einer. Na komm, ich geb dir das mal mit hier. Ey, cool, danke schön. Ich freue mich auf dein Feedback. Cooler Scheiß. Und die Rolex hast du nicht zufällig noch eine da? Brauchst du nicht verlosen, kannst du mir direkt geben. Ey, dann sag ich das nächste Mal Bescheid. Ne? Nee, aber geil. Ja, Mann. Ich hab dich jetzt schon ein, zwei Mal gesehen. Mit wem latscht du sonst immer mit? Ich hab hier Johannes, einen... Lukas. Ah, ja. Genau, ja. Ich bin, jetzt, Teil der Kindergarten-Crew. Stimmt, genau. Auch so ein Pädophiler, Alter. Was ist das jetzt, Digga? Die drucken dich. Ah, alles klar. Aber ich glaube, so viel Filament haben die gar nicht. Ja, und außerdem, sowas Geiles wie mich kann man gar nicht drucken. Sowas kann man nur erschaffen. Porsche. Taycan. Aber so eine Elektroscheiße, ne? Die keine Sau braucht. Unverkaufliche Scheißauto. Einfach nur eine Müllkarre, wo Porsche dran steht. Höchstgeschwindigkeit 210. Felgen. Nach 300 Kilometer für immer am Arsch. Da kriegst du mehr sauber, die Scheiße. Und wenn du den mal weggeben willst, den kauft keine Sau. Reichweite, da fährt meine Oma mit dem Tretroller weiter. Und ja, schade, dass da so ein Porsche-Zeichen dran ist. Porsche war mal eine sehr geile, erfolgreiche Traditionsmarke. Musste sich aber neuzeitlichen Widrigkeiten geschlagen geben. Und dann kommt so eine Scheiße dabei draus. Hallo? Kann ich dir Fragen stellen? Wenn du welche hast? Ja. Vernünftige? Ja. Okay.
Wer bist du denn? Stell dich doch mal vor, mein Freund. John Bull, wir waren mal bei GN, ich bin jetzt auch bei Smiley Dogs. Und ja, mach Bodybuilding. Überleg mal, ich kenne nicht mal die eigenen Kollegen. Ja. Wie peinlich ist das denn? Ja, ich aber egal, ich hoffe, ich habe ein paar gute Antworten für dich. Ich bin auch ein Hinterwelt, aber ich kenne keiner. Also, okay. Welcher Influencer regt dich am meisten auf? Oh, manchmal ich mich selber, um ehrlich zu sein, aber ja, es sind meistens so irgendwelche Dullis, die dünn sind und nur große Sachen reden im Sport. Ja, das finde ich auch scheiße. Was läuft in der Fitnessszene schief? Bodybuilding-Szene? Naja, das jetzt aus meinem Mund hört sich vielleicht bescheuert an, es läuft ja nicht schief. Es ist zeitgemäß und der Jugend angepasst. Genau so läuft's. Wer wird da draus nehmen, was er will? Der Konsument entscheidet, Bodybuilding ist nicht mehr cool. Und das ist halt so, sagst du? Naja, Bodybuilding ist schon cool für die Leute, die es ernsthaft betreiben. Aber für die anderen, die träumen ja nur von Bodybuilding und Bodybuildern sein und quatschen sich in die erste Reihe und denken, die sind dann Bodybuilder. Das ist ja alles, ist alles Blödsinn. Fändest du das besser, wenn Bodybuilding heutzutage cooler wäre oder bekannter als Fitness generell so? Hättest du das lieber wieder so wie früher? Nee, es hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Das Fitness hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Und auch selbst dieser Netti und vegane Sport. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber die sollen es nicht miteinander vermischen. Ja, okay, das stimmt. Kommunikation ist wichtig. Wie ja, man sagt. Ne, man kann sich vernünftig gegenübertreten, aber man soll dem anderen nichts versuchen aufzuzwingen und erklären, dass es besser ist. Und man sieht selber aus wie so ein kleiner Haufen Scheiße. Und dann, das macht keinen Sinn für mich, das ist schlüssig für mich. Keine Frage an dich. Denkst du, es ist möglich, dass ich zu Miss Olympia komme, wenn ich hart arbeite? Meine Physik. Denkst du, das ist möglich? Wenn du eine Eintrittskarte kaufst, dann bist du auch schon da. Okay. Aber ich weiß nicht. Von der Athletik her? Ich weiß ja nicht. Schaffst du die 212? Ich glaube nicht. Weil offener wird schwer. Ja, sagst du? Offener wird sehr schwer. Ich versuch's trotzdem. Aber wie alt bist du jetzt? 27. Ja, ist ja noch Luft. Einfach wachsen. Ja, wachsen, ja. Muskeln ranmachen da und ja. Dann das sieht ja schon alles ordentlich aus. Muss halt nur Muskeln ran. Du bist halt so ein bisschen limitiert, weil du jetzt nicht der Ausladendste bist. Aber wenn da, ich habe auch keine breiten Schultern. Und die habe ich mir einfach rantrainiert irgendwie. Ja. Ne, es geht schon irgendwie. Also lass dir jetzt nicht die Hoffnung nehmen von mir oder so. Nee. Auf jeden Fall. Deine Favorite Physik? Meine Favorite Physik? Of all times. Bester Bodybuilder. Ja, Ronnie. Ronnie. Geilster also für mich. Ja. Das ist Geschmackssache, wie gesagt. Für mich Ronnie Coleman. Das Nonplusultra nach wie vor, ja, muss auch keiner verstehen, das ist Wahnsinn. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, ne? Erstmal, ich sehe jetzt nichts Absehbares momentan. Ich auch nicht. Ich danke dir vielmals. Ja, gerne, Mann. Geiles Interview, danke. Sehr sympathisch. Viel Spaß noch. Ja, Mann. Ja, ciao. Ciao. Super, danke. Gerne. Alles klar, Mann. Danke. Können wir auch noch flott eigentlich? Flott. Dankeschön.